Ui. 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 Oh, das mit den Rutschen ist so cool. So. Hier sind wir gerade hochgefahren. Sind wir ja schon fast rum. Was? Ach so, so ein Affe. Oh. Oh, der hat aber viel Schaden jetzt durch mich bekommen. Ah, jetzt konnte ich keinen Special Move machen, aber egal. Gut besiegt. Ich keinen Punkt. Geil. Drei Stück. Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz begrub sie und sie kam nie wieder raus. Offizier Krane. Crane. Die Überreste einer imperialen Offizierin, die in der Höhle ein Relikt verstecken wollte. Als diese einstürzte, wurde sie unter den Trümmern begraben und starb. Oh, das war aber jetzt knapp gefühlt. Hier ist ein... Also es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, nochmal zurückzugehen mit neuen Fähigkeiten. Wuhu! Damit habe ich 7 Stimbehälter. Maximale Anzahl an Stimbehältern erhöht. Ah, ich wusste es. Komme ich auch wieder zurück? Also es ist scheinbar auch so eine Art Abkürzung. Hier sind wir in den Fahrstuhl gefahren und dann haben wir gegen Dingens gekämpft. Schönes Ding. Gut. Hier wollen wir aber nicht hin. Schon besser. Oh nee. Jetzt nicht. Das war doof. Habt ihr das gesehen? Ich konnte den angreifen. Scheiße. Ich wollte es versuchen. Mist! Hilf mir, BD! Warte mal, da war doch irgendwo noch eine Kiste hier. Irgendwo hier war noch eine Kiste. Da. Jetzt haben sie mich aber oft getroffen. Hätte nicht sein müssen. Hey, BD, hier drin. Okay, BD. Was ist es? Poncho-Material. Reisender. Ja, das nehmen wir. Das sieht cool aus. Würdest du mir einen Stimm zuwerfen? Dankeschön. Gute Arbeit, BD. Oh, dich kann ich auch wegschieben. Ist ja gut. Tschüss. Macht vieles einfacher. Ein Glück haben wir, macht schon gut gestärkt. Da kommen wir wieder zu der anderen Höhle, also gehen wir jetzt
Hier, also da kommen wir her, wo wir herkamen und so, weißt du? Lauf! Ja. Auf ihn! Er hat Schaden erlitten. Hab ich gar nicht. Ich muss nachladen. Das war jetzt nicht der Plan. Werf einen rüber, BD1. Ah, dann kannst du mich auch rein. Der wird's aber wissen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Du willst mich angreifen. Wo ist der hin? Jetzt fragst du, nachdem du hier in meine Richtung die ganze Zeit ballerst. So, wo kommen wir jetzt hin? Also ich wäre sowieso hochgefahren, aber eigentlich wollte ich die vorher besiegen. Jetzt sind wir ja doch wieder hier. Ja. Aber das ging doch noch rechts lang, oder? Mist. Nee, da ist aber noch eine Kiste. Hier. Sorry. Din, 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 din. Was war das? Ich habe die Kamera die ganze Zeit verstellt. Ihr sollt. Sterben, solltet ihr. Nein! Jedi getroffen! Steh endlich still! Nein! BD, stimm zu mir! Jetzt! Du hast mich alle ausgeschaltet! Nein! Jetzt habe ich alle ausgeschaltet! Hacken! Oh. So, dann haben wir die Höhle aber durch. Das brauchen wir. Denke ich. Sonst mal ja nicht. Ja, sehen wir es uns an. Lichtschwertmaterial, da denke ich immer an. Farbe. Geht aber gefühlt schneller jetzt gerade. So, Untergrund erledigt. Und wir wissen, wie wir schneller zum Schiff kommen am Ende. Und sonst so? Wie war euer Tag so? Ah, schön. Ja, meiner war auch schön. So, weiter. Können wir machen. Ach ja, wir haben ja 3 Fähigkeitspunkte. Fähigkeitenbaum, Fähigkeitenbaum, Fähigkeitenbaum. Was war das? Erhöht die Reichweite von Kites Lichtschwertwurf. Ja, ist okay, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden damit. LTRT. Okay. Positionsausweichen klingt interessant. Das ist auch cool. Los, komm, wir machen mal die 3 kleinen hier. Dann hat er
auch ein bisschen mehr Fähigkeiten. Und beim Lichtschwerttyp ändern, angreifen ist auch cool. Das kostet 2. Das finde ich cool, dass er die automatisch abwehrt, aber... Ja, Mann. Aber, er wird niemanden treffen dabei. Gut. Oder auch so. Oder nicht. Weiß ich nicht. Dann können wir wieder in der Nähe vom Schiff rumdümpeln. Das hatten wir schon. Dann laufen wir mal die Klippe weiter entlang. Und gehen dahin. Nein. Da ist noch eine Kiste. Da gehen wir gleich rein, aber erstmal holen wir die Kiste. Da unten ist nichts. So, öffnen. Hey BD, Farben? Siehst du mal an. Was ist es, BD? Poncho-Matt, ja. Hyperhülle. Nee. Nee. Sieht nicht so gut aus. Überladen. Danke fürs Licht machen. Haben die Farben auf seinem Hinterkopf eigentlich irgendeine Bedeutung? So, da geht's runter, aber... Mist, jetzt will ich's wissen. Ich seh dich da drüben! Was? Du kannst nicht mehr... Doch nicht im Dunkeln! Ich krieg dich schon! Doch nicht im Dunkeln! Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Oh! Die Druidenjägerin besiegt. Ich dachte, es wäre ein Computer oder so. Kommando der Haxion-Brut. Kombiniert Blasterfeuer häufig mit Blendgranaten, Schildangriffen und Repulsorwellen. Nähere dich vorsichtig. Ihre Schilde schützen sie vor Angriffen mit Lichtschwertern, aber nur, wenn sie aktiviert sind. Ich hätte eigentlich immer auch das untere lesen sollen, wa? Ich glaube, da sind die wirklichen Infos. Aber egal. Jetzt habe ich die ganze... Wir haben den Dreadnought der Separatisten schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Gemeinsam stark. Ja, steht ungefähr dasselbe. So, dann sind wir hier unten wieder rausgekommen, okay. Aber wir können ja noch oben lang. Jetzt. Blöde Kopfgeldjägerin. Hatte der schon immer die Farbe? Oder ist es wieder so eine Mini-Boss-Kacke? Oh Gott. Wütender Jotas. Boah. Hörst du auf, bitte? Aua. Gib mir Zinslust.
Alter, der macht aber auch Schaden, ne? Der kann nicht verlangsamt werden, oder? Hilf mir bitte! Boah, Alter, macht der Schaden! BD, ich brauche Hilfe! Alter, Alter, Alter! Alter, macht der Schaden! Wo habe ich ihn gespeichert? In der Höhle eigentlich, aber... Muss ich jetzt von da weitermachen? Ja. Aber die Kisten muss ich nicht nochmal öffnen, oder? Und auch die Kopfgeldjägerin. Oder? Ich hoffe nicht. Lauf, Kerl! Jetzt steht da einer. Wo ist dein Feuer nicht da? Ja, das war zu langsam. Zu früh meine ich. Easy! Kiste ist offen. Wenn man das auch... Nein, brauchst du nicht hin, BD. Hat er sich zu mir teleportiert. Aber hier ist wieder... So. Da ist wieder dunkel. Na gut, dann gehen wir aber trotzdem oben lang, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da unten war eine Tür bei dem Hologramm, dass wir da wieder zurückkommen. Nicht da. Alter. So schwer ist der nicht, aber man muss nur wissen, wann man angreift. Oh ja, 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 ja. Wütender Jotas besiegt. Selfie Time. Ach so, ja. Naja, so geht's auch. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße. So, jetzt sind wir aber ganz schön weit unten. Ich wollte eigentlich da oben noch das sammeln. Also nichts weiter. Oh. Ich brauche Hilfe. Gute Aktion, BD. Ah, Kiste. Immer tauchen, wenn es zu tauchen geht. Was hast du da? Lichtschwertmaterial. Ich bin Lichtschwertfarben.
Also, ja. Was war das für ein Geräusch? Ach, die tauchen wieder auf. Feind gesichtet. Na, Quatsch. Also, der hat mich aber so. Sie wehren sich immer noch unklug. Warum? Unbedeutend. Wieso? Inkompetent. Ja, bin ich wirklich. Verwundung zugefügt. So. Gedrückt halten. So, erstmal gucken. Wirklich großartig, BD. Muss ich darüber oder was? Ist noch dran? Mach mal. Seht es doch nicht. So? Nee. Mach mal. Kannst du mir helfen, BD? So. 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 Mach mal. So. Ja, so. Kommt man hier rauf? Bringt mir jetzt genau was? Oh, oh! Toll, reicht nicht. Okay. Schön, dass du da bist, BD. Ja, aber gehen wir da bitte ran. Auch wenn du schön, dass du... Auch wenn es schön ist, dass du... Nein, reicht nicht. Auch wenn es schön das ist, dass du da bist. So. Danke, BD. Danke, BD. Treffer, macht euch bereit! Fähigkeiten von beiden? Auch ordentlich Erfahrungspunkte von so einem Echos. Ich hab Überlebende. Es gab einen Kampf an Bord des Schiffs. Dadurch fiel es aus dem Hyperraum und stürzte auf diesen Planeten ab. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Das heißt doch für mich nur... Ach so. Nee. Was heißt das für mich? Schade. Hätte sein können, dass ich dich noch reinziehen kann. Das heißt für mich... Ich muss hier durch. Habe ich gut erkannt, wa? Ich muss hier durch und dafür muss es an sein. Ach so. Ah ja, verstehe. Verstehe. Dafür darf natürlich kein Strom und Wasser fließen. Schön. Ah,
Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Übertragung. Der Klonkommander und die Jedi-Meisterin überlebten den Abschuss, aber ihr Padawan war verschwunden. Kannst du nochmal zurückgehen? Ich würde gerne mal sehen. Da geht's hoch, aber ansonsten, da sind wir durch. Nee, also doch hier lang. Jetzt ist hier auch Licht an. Wenn auch sehr wenig. Die Übertragung haben wir gehört. Okay, will keiner mehr was. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir da noch hin. Und von dort kamen wir, glaube ich, ursprünglich aus so einem Loch in der Wand. Da ist noch eine Kiste. Ey, ihr Schüppchen. Soll ich mal was sagen? Ich hab dich. Au, zu wenig. Du schrittst mich nach hinten. Nein. Ja. Hacken. Hier ist sonst nichts mehr. Hey, BD, siehst du mal? Also Zeffo hat viel zu bieten. Oh, du hast was gefunden? Der Planet. Neuer BD1-Skin. Erhalten. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Dann können wir hoch. Na komm, den machen wir jetzt auch noch platt. Der ist ja nicht wütend. Der ist leichter. Hallo? Nein. Aua! Hier oben! Bam! So geht das! Schön! Schönes Ding. Hattest du hier schon alles gescannt? Also von da oben kommen wir mal nicht. Nee, also ja. Hallo? Dann gehen wir mal nach oben. Ah, explodiert schon. Schön, dass wir ranziehen können. Da sind wir beim letzten Mal lang, aber hier geht's doch hoch, oder? Jawolla. Schiff.